Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Was ist eigentlich Preseason? Das will ich dir in diesem Video erklären. Ja, Preseason hier, Preseason da, Preseason lalala. Alle Leute reden über Preseason, doch was ist das eigentlich? Das ist die Season vor der Hauptseason und die ist in der Regel zwischen Oktober und oder genau genommen November, ja, zwischen November und Januar. Da ist meistens Preseason. Was bedeutet Preseason? Die Ranglistensaison ist ab dem Zeitpunkt vorbei. Ich glaube, im November endet die irgendwann, ne? Ja, ich glaube, die endet im November und fängt dann wieder im Januar neu an. Und das ist Preseason-Zeit, die chillige Zeit beginnt. Ihr könnt dann immer noch Rangliste spielen. Das ist interessant, weil früher war das nicht so. Früher konnte man da dann keinen Ranked mehr spielen. Inzwischen kann man aber auch während der Preseason wieder Ranked spielen. Also Ranglistenspiele wie gewohnt halt. Und ja, was unterscheidet die Preseason von der normalen Season? Euer Rang ist da nicht ganz so wichtig. Ihr kennt es ja, wenn die neue Season beginnt, müsst ihr eh wieder Placement-Matches machen, diese 10 Spiele, basierend auf denen ihr eingerankt werdet und eben geschaut wird, ja, wie gut seid ihr, Silber, Gold, Platin. In Diamant fängt man selten an, aber kann theoretisch auch sein. Doch ich glaube, wenn man Challenger ist, fängt man in Diamant an, weiß ich gerade nicht. Glaube aber schon. Aber ich glaube, höher als Diamant kann man nicht anfangen nach den Placements. Na, jedenfalls, die Preseason ist in der Hinsicht relativ egal. Weil die Rangliste ist vorbei, die Belohnungen wurden alle berechnet und was für einen Rang ihr holt in der Preseason, das ist relativ egal, weil es eh nochmal die neuen Placement Games gibt. Deswegen sehen viele Leute Preseason als so eine Art Trainingsmodus, der ein bisschen kompetitiver ist als der normale Modus. Weil im normalen Modus haben viele die Erfahrung gemacht, da trollen die Leute und was auch immer, aber im Ranked spielen die Leute ein bisschen mehr mit. Ein bisschen ernsthafter mit der Absicht auch zu gewinnen und deswegen spielen die Leute lieber ranked, auch streamen lieber ranked. Bloß in der Preseason gibt es halt nicht so viel zu holen. Es ist halt eher ein bisschen ein aufgewerteter Normal-Mode, aber so wahnsinnig wichtig ist dein Rang da nicht. Vielleicht wäre es wichtig, wenn du in der Preseason von Bronze auf Gold aufsteigst und dann die Placements machst, dann könnte es wichtig sein. Aber in der Regel sind die Placements, sag mal so, die 10 Placement-Spiele sind viel, viel wichtiger als was du in der Preseason machst im Durchschnitt, also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Deswegen solltest du dich darauf konzentrieren. Ja, ich hoffe, dir hat mein Video weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.